Hi Heiko. Udo. Hi, Martin auch hier. Der Martin ist auch da. Ja. Hier läuft was ab, du. Ich nerve dich nie, rufe ich an und jetzt rufe ich gleich zweimal an. Na, Du, was mir hast hab du? grad, habt ihr das Bild ist noch nicht. Hören du denn mich, oder? Ich kann dich Jo, sowieso nicht sehen. sehen auch. Weil ich habe hier Linux. Du Heiko, es ist ganz einfach, hi Martin. Ich wollte bloß ganz kurz, wenn du das schneidest, du wirst das eh gemacht haben, das ist mir gerade gekommen, weil ich mit Michael drüber rede, bei mir ist der Michael da. Du kannst, wenn ich immer suche, bei dir ist doch kein Problem, du tust dir den jetzt schön zurechtschneiden und du kannst, wenn ich immer irgendwas suche oder was, die Dinger kannst du doch dann, wenn das fertig ist, kannst du die doch rausschneiden, dass da nicht so viele Lücken dazwischen sind. Hast du aber eh gemacht, oder? Und so weit bin ich noch gar nicht so. Ja, das ist mir schon klar. Darum sage ich es ja vorher. Also ganz, ja, okay, kann ich machen. Du weißt, was ich meine, weil das ist ja, wenn das fertig ist, ist ja das reine Stück, wenn du den Ton und das alles schön zusammengemischt hast. Gerade wo du immer hier die Favoriten, ne? Richtig, genau das meine ich. Wenn ich die Favoriten, weil ich suche das ja immer live her. Und das kannst komplett, das ist ganz easy rauszuschneiden. Dann wird es, ist es nicht so langweilig zum Anschauen. Ja. Du verstehst, was ich meine? Hat der Michael dir das erzählt, dass mir die ersten zwei Videodateien fehlen? Was für Videodateien fehlen dir? Von der Von deine Kamera. Filme? Ja, die ersten zwei sind circa 90 Minuten. Wo hast du die hin? Weg. Das war bis Die gibt's. vorm Beamer war das noch. Ganz am Anfang vom Vortrag habe ich nur Audiomaterial hier. Ich weiß nicht wo, sind einfach nicht da. So eine Sache. Ne? Soll anscheinend so sein Die irgendwie. habe ich natürlich auch nicht, weil ich die natürlich auch nicht aufgezeichnet habe, weil da habe ich ja das, wo ich den Vortrag, wo ich gehalten habe, mit mach die Augen zu und das Zeug, ne? Unglaublich. Unglaublich. Naja, und dann war ja eine ganze Stelle, war ja das Mikrofon von uns ausgefallen. Da habe ich aber noch die Aufnahmen vom Sigmund Raudos. Also ich hole das Beste raus, was da drin ist. Der müsste doch das aber den Anfang hat, müsste doch haben, oder? Die Audioaufnahme, ja, habe ich. Naja, du mach, was du meinst. Ich habe bloß gemeint, wenn du das jetzt dann die schönen Sachen mit dem Film hast, ich würde es eh dir vorschlagen, dass du das, wenn du es auf YouTube stellen willst, dass du das nicht in einen machst, sondern vielleicht als Playlist in ein paar kleine Happen einteilst. Ja. Ja, ja, Finde das ja. spannend, dass du mir immer genau das weiß ich doch alles schon längst. Na, ich habe ja, das ist mir schon klar, dass du das weißt. Das Einzige, was ich jetzt hier nochmal unterstreichen wollte, dass es nicht schlecht wäre, wenn, wie gesagt, wenn ich jetzt hier mal permanent hersuche oder Fensterwahl aufmache, dass du die kleinen Dinger dann rausschneidest. Ja. Dass das sich nicht so in die Länge zieht. Und weißt du, wir beobachten hier gerade Das das. Mikro habe ich übrigens, Martin, das kriegst du nicht. Ich habe ja gesagt, ich teste das an. Das ist brutal besser wie meine zwei Headsets. Ja? Ist es Von der jetzt das Mikro? Klangqualität. Das kleine Mikro von dir, ich habe jetzt das bloß da rein, das ist brutal besser, es ist wärmer, es ist meine Stimme, es ist viel angenehmer, die ist immer blechern, ich habe zwei verschiedene Headsets. Und das ist rein von der Klangqualität, ist das der absolute Hammer. Ja. Das einzige Nachteil ist halt, dass er keinen Clips hat oder so, ne? Ja, das spielt keine Rolle, das tue ich mal so hin, da hätte ich jetzt zwar, ich tue da, wenn das Hemd am Schopf und da geht es auch. Wir Ah, waren jetzt morgen, sehe ich's. wie ist meine Verbindung? Da Super, habe ich super. Ja, Es super. ist ganz warm und dann habe ich, weil ich neugierig war, jetzt sind wir auf der unteren Ebene, Bröselgespräch, weil ich dann schnell nachgeschaut habe, was das für ein Teil ist. Und bei Amazon, bei den Bewertungen, ist also hier bei den ersten sind 500 Bewertungen oder was drin. Ich habe nur die ersten paar angeschaut und da ist genau das, was ich dir gesagt habe, mit den Kopfhörern haben wir doch kurz, mit den In-Ear-Kopfhörern. Glaube ich, habe da doch einmal was erzählt. Dass der Preis nichts aussagt. Ich habe mal einen billigen gehabt für 8 Euro. Jetzt habe ich also hier Shure Dreiwegsystem, also einen professionellen Studiomonitor, einen Bühnenmonitor. Und dass ich rein vom Klang her ein 8-Euro-Teil jetzt mit Walkman-Antrieb, nicht wenn man Power drauf gibt, mit für Bühnenbetrieb, dass da nicht viel um ist. War ich genauso glücklich. Bloß der war vom Tragekomfort oberbeschissen, ist alle Schießlern kaputt gewesen, aber der reine Klang war super. Also da kann man schöne Teile haben. Und das Mikro ist mit Sicherheit auch so ein Teil. Das schreiben die bei Amazon in die Bewertungen. Wir denken uns jetzt natürlich alles aus. Wir reden ganz normal in Schnickschnack.
dass da einige waren, dass die so Gamer mit teuren Headphones-Kombinationen, wo einer ist losgegangen, dass der das probiert hat und der benutzt nur den Kopfhörer und nimmt das Mikrofon, weil das Mikrofon so gut ist. Also ich habe es bei mir probiert mit meinen zwei Headsets und das hier, kurz mit dem Skype-Telefontestanruf, kann man ja bei Skype kann man ja das Mikrofon überprüfen und dann habe ich die umgesteckt, das ist so brutal besser wie meine zwei Headsets. Also es ist irre. Das ist warm, das ist nicht blechern, der Pegel passt, ist super. Danke. Und du musst das auch nicht direkt vom Mund haben oder so, ne? Das ist halt Nein, dann. ich habe es nur da unten dran hängen. Ich Ja, stecke es mir da nur hin. Kommt gut, oder? optimal. Ich rede mich ja jetzt. Dann hast du die ersten 90 Minuten nicht. Kein Video. Kein Video. Also Ton haben wir, aber Das ist kein Video. natürlich scheiße, oder? Ja, was meinst du? Ich kann dir immer wieder nur sagen, Heiko, ich bin sehr bemüht. Wenn ich jetzt unten bei euch als Udo, wenn wir jetzt als Brösel reden, dann bin ich ein ganz normaler Brösel. Es ist für mich sehr, sehr anstrengend, weil ich mich wirklich auf den Udo halte. Da ist auch immer, du weißt doch alles. Ihr kennt mein Beispiel, wo ihn einmal mal gesagt hat, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Und da sage ich, fragst du jetzt Gott oder fragst du den Udo? Wenn du Gott fragst, ist es die blödste Frage, die du jemals gestellt hast. Und wenn du den Udo fragst, ich kann nicht einmal richtig Hochdeutsch. Das heißt, dass ich also selbst in Gesprächen, ich mich weiche, wenn es nicht unbedingt sein muss, ich kann nicht einmal Englisch, habe ich doch nie gehabt. Wo soll ich es denn herkennen? Ja, wir hatten ja auch gerade so Diskussion, weil der Heiko gesagt hat, ich weiß ja nicht, ich war ja dabei, es ging ja darum, den Teil rauszuschneiden mit deiner Adresse drin und so weiter und dann. Das habe ich gesagt, du, das habe ich überlegt am Anfang, aber es ist mir eigentlich wurscht. Ja, aber das, da haben wir mal gedacht, weil da warst du komplett wieder voll im Udo, die Da war ich Persönlichkeit wieder da. voll Udo, genauso ist es, da war ich wieder voll Udo. Und es ist also hier das Hin und Her und dann sagst du Scheiß drauf. Es ist rein, ich lebe immer wieder dran denken, ich sage, ich lebe dir das vor, was jeder leben kann. Du spielst deine Rolle, du magst es, du bist zufrieden und darum geht es, dass dir das auffällt. Das sind immer so diese Einstellungen. Und wenn ich sage, der Führerscheinprüfungsbogen, im Wiederholen ist es. Du sollst auf die Ebene kommen, dass du dich beobachtest. Das ist mein Beispiel Tierchen gucken. Ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Und wenn du diesen Beobachter hast, der Tierforscher mischt sich nicht ein. Das ist die Sache mit dem Mattengespräch. Ja, wenn ich sehe, dass mein Kind das und das macht, kann ich doch nicht einfach zuschauen, wenn das auf die Straße rennt. Ich sag doch, der Tierforscher beobachtet einfach, was in ihm auf der Leinwand abläuft. Der Matten. Du beobachtest, wie der Matten im Grund seines Förderprogramms hinrennt und seinen Kleinen schützt. Verstehst du? Das ist eine andere Ebene. Das ist, du musst dich losgelöst haben und du bist erst vollkommen losgelöst von dir, wenn du dich nicht mehr einmischst, was jetzt der Matten macht oder was jetzt hier der Martin macht oder was der Heiko macht. Dir muss das bewusst werden. Und jetzt kommt natürlich das Problem, in dem Moment der Heiko oder der Martin sich verbessern wollen. Das musst du einfach anschauen, weil das ist schon wieder, was auf der Ebene abläuft, wieder ein ganz bestimmtes Ziel anstreben. Ich werde nicht geliebt, ich will geliebt werden. Ich bin dick, ich will schlank sein. Du weißt doch, wie das in dir abgeht. Das ist doch ein permanentes Anpassen an irgendwas, was dir deine Traumumwelt vorschreibt. Und da darfst du dich nicht einmischen. Weil wenn du in dem Moment, wo du dich dann schon wieder einseitig verbessern willst, ist das Bewusstsein schon wieder weg des Beobachters. Dann kommt natürlich, Mensch, da bin ich wieder neben mir gestanden. Und das Thema haben wir auch schon zigfach durchgehauen. Das ist ja alles jetzt. Das heißt, wo du neben dir stehst und wo dir das bewusst wird, dass du neben dir stehst, spannst du wieder ein Zeitfenster auf mit vorher und nachher. Der Martin sieht mein Bild, ne? Das ist Kotz, die habe ich nicht preisgegeben. Oh, meine Maus, meine Maus. Meine Maus. Das ist ja direkt ist die Adresse, in die kommt, wenn einer aufpasst, ist die drin. Das ist meine Frau schon wieder, die ist da gezeichnet. Vergiss. Ich mische mich jetzt nicht ein. Macht, was ihr wollt. Ein klares Nein. Hörst du, meine Frau sagt, nicht rein du, nicht reinschneiden. Um Himmels Willen. Also, hör auf meine Frau, Heiko, schneid's raus. Hast du gehört mit ihm im Hintergrund? So, ich lese hier gerade eine E-Mail, wo es dann auch darum geht, dass jemand klare Anweisungen, wir haben klare Anweisungen bekommen, das nicht rauszugeben. Ja? Ja.
Was nicht rauszugeben? Deine Koordinaten. Wir haben klar, ja, dazu, weißt du, das bauscht sich schon wieder auf hier, was du da gesagt hast. Ja, das ist schon klar. Aber lass es, weil es ist immer wieder, schau mal, zum Thema Synchronizität, das ist die Bildzeitung. Überschrift, die zweite Überschrift, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt auf der ersten Seite. Kannst du lesen? Freispruch für umstrittene E-Zigaretten. Fragezeichen. Groß auf der Bildzeitung gestern Freispruch für die umstrittene E-Zigarette. London. Erstmalig die britische Gesundheitsagentur für unabhängigen Bericht erlassen und jetzt ist endgültig raus, dass also hier E-Zigaretten 95% weniger gesundheitsschädigend sind wie normale Zigaretten. 95% weniger. Wahnsinn. Du rauchst Diese erst seit einer ganzen, Woche ich oder so, sag, ne? was jetzt geht, geht nicht um die scheiß E-Zigarette. Das ist ja, E ist ja immer zuerst einmal die Energie. Du hast eine Energie und dann kommt ein Bindestrich und dann kommt zuerst einmal die Geburt deines Intellektes, wenn wir es blau machen. Okay, ZI, das heißt übrigens, Zi heißt auch Schiff. Auch ein hebräisches Wort für Schiff. Die Geburt deines Intellektes. Das ist auch dein Ani. Und dann kommt Gar. Gar ist der Reisende, der jetzt in der Traumwelt in der Fremde losmarschiert. Und das Ganze basiert auf Dampf. Dampf ist Ed. Eine schöpferische Öffnung. Merkst du? Das ist alles mit Holofeeling entschlüsselt sich das komplett mit der Vordersprache. Hey, ganz kurz nochmal wegen dem Video rein oder nicht, oder Adresse mit rein oder nicht. Ne? Ich habe mir dann versucht, auch in dich reinzuversetzen, also in den Udo, dem ich mir natürlich raumzeitlich ausdenke, sozusagen. Also ist ja klar, dass wir uns gegenseitig, also, dass das ein großer Traum ist, irgendwie so. Aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, das ist jetzt erstmal so. Und dann ist, kommt erstmal der Gedanke, vielleicht, ich habe Bock, dass da jeden Tag 1000 Leute vor der Tür stehen, so Richtung. Das ist, nee, das Na, ist mal wieder die Schwierigkeit, solange das im Kleinen, du musst dich überraschen lassen. Es ist nicht, man ja. drum mischt mich prinzipiell nicht ein. Wobei, also ich hier, meine Frau hat ihre Erfahrungen schon gemacht, vor welche, wo dann meinen, du, die müssen gleich aus dem Nichts, die lesen, ich bin du und haben, ich bin du halb durch und dann kommen die schon ohne sich anzumelden vor Düsseldorf und klingeln an der Tür, die schicke ich dann wieder weg. Was will ich mit denen reden? Weißt du, das ist alles ein Akt von Ego, wie wichtig die sich nehmen. Denn ich habe halt da gedacht, Aber dass du in dem Moment dann, dir dann auch wieder irgendwie bewusst gemacht hast oder so. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie das dann abläuft und so. Das ist eine Sache, Dass du du, kannst nur da, schauen, was in dir wovor du flackert im Angst hast, wenn du, Normalen und du genau das verstreust. ist. Für mich ist immer das Jetzt, aber das ist halt Genau. hier, das ist für Insider. Und ihr wisst von mir aus, wenn es geht, rein als Udo, ich habe noch niemals gesagt, ich will irgendwo einen Vortrag halten, ich sage bloß nicht Nein, wenn mich einer fragt, wobei ich jetzt auch sehr, sehr oft Nein sage. Darum habe ich ja gesagt, das ist jetzt seit 10, 15 Jahren das erste Mal wieder, dass Heiko, du hast ja bei dir auf deiner Seite so schön stehen, wenn ein paar hier wollen, macht ja das eventuell. Ich habe das jetzt alle Jahre, aber immer wirklich fünf oder sechs Mann und das sind eigentlich alles, der hatte kann von Almena, wo du gesehen hast, der Sigmund, die kommen halt einfach, die machen Urlaub, dann grillen wir und das ist jetzt nicht, dass ich einen Vortrag halte und wir quatschen halt leicht. Oder wenn ich jetzt wohin fahre, wenn ich zur Inge fahre oder sonst was, das ist privat. Dass ich jetzt so im klassischen Sinne einen Vortrag für Leute ist, das seit 2004, ja 10 Jahre, 11 Jahre ist das erste Mal wieder, dass ich das gemacht habe. Ja, letztes Jahr in Erding, es war mehr so gemütliches Beisammensein, da hast du Hast natürlich ja auch. gesehen, das sind halt Freunde, da trifft man sich, wie man auf ein Grillfest geht. Da habe ich ja keinen Vortrag gehalten, dass ich mich hinstelle und ihr setzt euch, sondern man quatscht, man isst, man grillt, man labert, mehr isst man nicht. Und selbst das ist bloß ein, zweimal im Jahr. Wenn halt da immer welche auftaucht sind, wo ich nicht Nein sage, weil ich merke, die sind, da ändert sich was. Und das jetzt klassisch Vortrag, was jetzt da war, es ist eh nicht. Ich kann nicht oft genug sagen, es geht nicht für die Welt da außen. Es ist wiederholend, aber dann wachsen doch welche, wo ich jetzt hier zum Beispiel hier in Viehgenstall etliche waren, wo ich jetzt als Udo sage, die seit vielen, vielen Jahren Holofeeling machen und den Udo noch nicht gesehen haben. Und du hast ja gesehen, wie da manche ausgeflippt sind. Kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber was soll's? Ja, für mich war das letztes Jahr schon so toll, zu erkennen, dass der Udo als Udo. Einfach nur Mensch ist, wie Genau. der Brösel Martin auch oder der Genau. Heigo. Ja. Es ist, die Szene ist übrigens, die hast du hier in der Apokalypse, wo der Johannes sich niederkniet und das Lamm anbetet und er sagt, spinnst du, Heigo? Wir sind doch beide bloß Brösel. Wo er mich anbeten will, so lass uns Gott anbeten, lass uns den Schöpfer anbeten, der nicht denkbar ist, der wir sind. Verstehst du? Ja.
Das ist, wie oft habt ihr schon gehört, wenn ich sage, ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, wie genial der Udo ist. Ich erkläre dir, wie genial muss der Geist sein, der sich jetzt in dem Moment diesen genialen Udo ausdenkt. Das bist doch du. Es geht um dich. Der Geist, der mir jetzt zuhört, jetzt ist die Frage, ist es der Martin oder ist es der Heiko? Aber ist es nicht so? Und jetzt haben wir hier X ist gleich X. Erinnerst du dich an den Philosophen? Die Formel, wo der hinschreibt, X ist gleich X, und dann kommen wir, die Widersprüche, ist gar kein Widerspruch. Wenn ich jetzt mir X, die Formel X ist gleich X ausdenke, stimmt es nicht? Von außen gesehen sind es ja zwei X, die dastehen. Eins vorm Gleichheitszeichen und eins hinterm Gleichheitszeichen. Ich könnte jetzt sagen, das eine X ist der Heiko und das andere X ist der Martin. Das sind zwei verschiedene X, zwei verschiedene Trockennasenaffen. Wenn ich jetzt aber hier, eigentlich heißt es dann, X ist nicht gleich X. Heiko ist nicht gleich Martin, von außen gesehen. Wenn ich jetzt aber nach innen gehe, ist es ein und derselbe Geist, weil der Geist, der hinter dem ersten X steht, ist derselbe Geist wie hinter dem zweiten X, das ist X ist gleich X. Könnt auch sagen, machen wir X ist gleich Y. Statt für Heiko setzen wir X und für Martin setzen wir Y. Dann ist von außen gesehen das X doch was anderes wie das Y. Mhm. Aber es stimmt trotzdem, X ist gleich Y in Bezug auf das, was die gemeinsam haben. Das ist der Geist, der sich jetzt den Heiko und den Martin ausdenkt. Jetzt kann ich nicht einmal sagen, wer von euch zwei das ist, das könnt ihr rausdiskutieren, weil die Frage stellt sich nicht mehr, wenn ihr verstanden habt, wer das ist. Wir sind es alle. Es ist simpel, aber es ist für materialistische Logik total ungewohnt. Ja, ich habe da öfters mal so Metapher im Kopf gehabt, wie zum Beispiel Lichtquelle, die hat dann verschiedene Lichtstrahlen aussendet und die Lichtquelle bleibt immer die gleiche und das was die Strahlen, die ausgesendet werden, also dieser Strom sozusagen, ist ja auch überall der gleiche oder so. Es ist alles, da wird nichts ausgesendet, es ist ausgedacht, das ist ja nicht ausgesendet, aber bewegte Beobachter, es gibt nur hier und jetzt. Also das ist, wenn man das erste Mal hört, das ist so klar, und wenn du es oft genug gehört hast, ist es so klar wie Kloßbrühe, und dann kannst du überhaupt nicht mehr vorstellen, wie du dich da selber vernatt hast. Und ich sage, es ist ja wichtig, dass du das ausdenken kannst, wenn du es bewusst magst. Mhm. Verstehst du? Das ist der Witz. Ja, wie im du musst es bewusst machen. Du musst wissen, dein Glaube verwirklicht. Du kannst es dann auch materialisieren, so wie du die Pyramiden materialisieren kannst. Aber wieso? Weil du glaubst, dass die da außen sind. Das ist das Glaubensprogramm von dir. Und das ist ja nicht richtig oder verkehrt. Das ist einfach nur. Und das musst du dir bewusst machen, was dieses, der Intellekt von dem Martin oder von dem Heiko sind unterschiedliche intellektuelle Programme, und die werfen zwei komplett unterschiedliche Welten auf. Unser Hitler-Beispiel, ja. Wo ich dann immer wieder sage, das ist jetzt hier, das ist top aktuell die Rede. Ich sage, die hörst du dir jetzt an, immer wieder, was ich sage. Und jetzt gehen wir mal davon aus, die ist jetzt aufgenommen. Da ist nur Zeitfenster dazwischen. Jetzt ist aber so, dass eine Vergangenheit, wo du dir ausdenkst, wenn er dann hier über die Presse, die Zeitungen haben einen in Hand und nicht die Journalisten bestimmen, was da drin steht, sondern der Herr der Zeitung, das ist so top aktuell, das ist jetzt, darum taucht es jetzt auf. Jeder Moment, der in dir jetzt auftaucht, ist der beste, den es gibt, wenn du sehr aufmerksam bist. Und dann verlässt du mal, ob das irgendwann einmal in der Vergangenheit war, denk an das Klingelingeling-Beispiel, das ist schon wieder ein Konstrukt. Da könnte jetzt zum Beispiel einer sagen, ja, aber keiner hat auch die Presse und die Propaganda mehr missbraucht wie der Hitler. Ich sage, in deiner ausgedachten Vergangenheit. Verstehst du? Es ist deine Vergangenheit, die du dir mit deinem Programm ausdenkst. Du hast jetzt ein Programm, ein Martin-Programm, und das Martin-Programm macht ein ganz bestimmtes Leben von Martin. Und das Martin-Leben ist ein ganz anderes Leben wie das Heiko-Leben. Jetzt von der Geburt bis jetzt. Aber das Heiko-Programm auf dem Programm ist ja auch drauf, was der Heiko glaubt, was in der Vergangenheit war. Und auf dem Martin-Programm ist drauf, was der Martin glaubt, was in der Vergangenheit war. Und jetzt ist es natürlich ja so, dass sich das oft überschneidet. Also das persönliche Leben ist klar, dass das eigen ist. Aber dass jetzt hier, wenn zwei aufeinandertreffen und das, was vor der Geburt war, wenn sich das jetzt überschneidet, dann sagt man, du hast recht. Aber sobald sich das auseinanderdriftet, war jetzt Hitler guter, war das kein guter, hat es Gaskammern gegeben, keine gegeben, dann gehen die Streitereien los. Es ist subjektiv. Es wird so sein, wie du dir das mit deinem vom Hörensagen gehörten Wissen ausdenkst. Und jetzt kommt der Satz, egal was du vom Hörensagen kennst, es sind Sünde. Mhm. Wenn du es in deinem Kopf verwirklichst, ist es Sünde, und darum leidest du. Und darum hast du die ganzen Konflikte.
Deswegen kann man auch die Vergangenheit verändern, weil in dem, was ich jetzt denke, was die Vergangenheit war, Es ist rein da. ein Glaube, den du jederzeit verändern kannst, weil da außen ist nichts. Denk an das Universum. Ja, genau. Da außen ist nichts. Du kannst die Vergangenheit und alles verändern. Ja, ein Du paar kannst Methoden. sogar verändern, wer du bist. Verstehst du? Du Geist, wohlgemerkt, du Geist, nicht der Martin, der ist festgelegt auf die Rolle. Das ist ja schon Figur auf der Leinwand. Figur auf der Leinwand kann gar nichts verändern. Ich habe gerade Ihnen erzählt, gestern schaue ich fern, hier und jetzt gedacht, sage ich nicht dazu, wir reden unter Brösel, von Brösel zu Brösel. Und ich mache jetzt das einmal einfach, ich sage, du kennst doch aus dem Fernsehen so Rechengenies. Wetten das, die Die, weiß hier ich, aus, 100 was Stellen nach weiß dem ich, Kommarechner innerhalb von erkennen drei oder so, Minuten, ne? die hier die dritte Wurzel aus einer 500-stelligen Zahl in den Kopf ausrechnen in 5 Minuten. Das ist jetzt, gibt es das oder gibt es das nicht? Ja, das weiß ja jeder, der war ja bei Wetten, dass. Wenn du jetzt den Typen dir anschaust, wirst du feststellen, es ist wie mit Autismus, sobald irgendjemand, den du dir denkst, wir gehen einmal von den Null-Begel-Menschen aus, sobald er eine ganz besondere Fähigkeit hat, lässt im selben Moment irgendwas anders nach. Das ist auch das Thema mit Spezialisierungen. Du hast einen Allgemeinmediziner, der kennt alle Krankheiten ein bisschen, aber sobald du was Besonderes hast, schickt er dich zum Spezialisten. Du hast jetzt einen Spezialisten, der kann meinetwegen Herzen verpflanzen, aber was feststellen, der ist nicht in der Lage, einen Gips anzulegen. Um das krass auszudrücken. Aber ich will auf was ganz was anderes hinaus, nämlich, dass jetzt das, was du sitzt am Fernsehen und du musst wissen, du bist derjenige, der dem diese Fähigkeit zuspricht, wenn du das glaubst. Es bleiben aber nur ständig wechselnde Bilder im Hier und Jetzt. Du siehst im Fernsehen jemanden, der jetzt hier dieses so ein Rechengenie ist. Du siehst im Fernsehen, ich sage mal, einen, der fliegen kann, Superman. Jetzt haben wir wieder das Thema mit Märchen und Wirklichkeit. Jetzt kannst du sagen, ja, aber den einen kann ich ja, jetzt sind wir mein Seehofer-Beispiel, den einen kann ich ja hinfahren. Ich sage, du kannst auch Pyramiden materialisieren und einen Eiffelturm und einen Hühner fahren. Wenn du in deinem Programm hast, dass das da außen ist, wenn du das glaubst, kannst du das auch auf den Bildschirm holen. Das heißt, ziemlich wahrnehmbar machen. Wenn du jetzt das nicht glaubst in deinem tiefsten Inneren, was bei Superman der Fall ist, obwohl du beide im Fernsehen siehst, dann geht es auch nicht. Und du wirst jetzt mit Wollen, kannst du dein Glauben nicht verändern. Habe ich ja, kann man sehr genau mal drauf eingehen. Das ist der, du kannst dir nur bewusst machen, was du glaubst und was du nicht glaubst. Das ist mein Beispiel, du könntest übers Wasser laufen, wenn in dir drin der tiefe Glaube wäre, dass du es übers Wasser laufen kannst und du würdest auf der Dährstraße auf einem Zebrastreifen einsinken, wenn du in den tiefsten Inneren den Glauben hättest, dass du da einsinkst. Und jetzt den tiefen inneren Glauben in deinem momentanen Programm kannst du nicht verändern, du kannst es nur erkennen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, um dir bewusst zu machen, was du im tiefsten Inneren glaubst, musst du nur schauen, was du dir wünschst. Ich glaube, ich habe dir schon mal gesagt, mit dem Wasserhahn. Wenn du jetzt zum Beispiel hier in die Küche gehst und einen Wasserhahn aufdrehst, dann kommt der Wasser raus. Das ist so, weil du das glaubst, dass es so ist, aber was du jetzt feststellst, jetzt denk mal drüber nach, dass du dir da noch nie Gedanken drüber gemacht hast, warum das da Wasser rauskommt. Jetzt, wenn du dich jetzt Gedanken drüber machst, machst du natürlich sofort wieder eine Außenwelt, da geht eine Leitung irgendwo zu einer Quelle, zu einem Wasserreservoir. Das ist wie, es klingelt, weil der Außenwelt ist, der mich anruft. Du hängst in der Sackgasse fest. Wenn du absolut im Jetzt bist, kommt das Klingeln aus dir und weil das Klingeln da ist, denkst du dir das Außen und das Vorher? Und genauso ist es. Solltest du dir Gedanken machen, warum das da Wasser rauskommt, wirst du das hier und jetzt zu sehen bekommen, was deine Logik dir erzählt. Normalerweise drehst du auf und es kommt das Wasser raus und dann läuft das Wasser aus dir. Pass auf, du setzt dich aufs Klo als Martin und dann pinkelst du. Und dann machst du dir eigentlich einmal Gedanken, wo kommt eigentlich das Zeug her? Dann ist klar, das kommt aus mir in Bezug auf Martin. Wo geht es hin? Jetzt kommt natürlich die Kanalisation. Ich sage, die musst du dir jetzt erst wieder denken. Das läuft aus dir raus und läuft eigentlich in dem Moment, wo du es denkst, fällt es wieder in dich rein. Okay? Das Ganze ist praktisch ein doppelt aufgespanntes Licht. Das ist immer das AC, ist auch WC. Das WC nennen wir Water Closet. Das ist das Wasser. Da haben wir schon die doppelte aufgespannte Schöpfung, ist eine Erscheinung, die erweckt wird. Das ist Water, Englisch. Und Close ist interessant, da haben wir schon wieder das C, ist immer an das Licht denken.
Es schließt sich dann wieder. Es geht auf und es schließt sich. Das ist wie einatmen, ausatmen. Das denkst du dir ja auch an, nacheinander, aber du hast, was ich immer wieder erzähle, es ist gleichzeitig, du siehst mein Bild, Martin, ne? Es spannt sich auf mit die Finger. Und jetzt machst du aus der Transversalen im Jetzt, stellst du ein Zeitfenster longitudinal du die hin und wenn du gerade einatmest, schaust du dir die Seite an und die andere, obwohl die gleichzeitig sind. Die nicht, ist es immer im Hintergrund. Jetzt ist es hell. Im selben Moment hast du in der Welle, wenn hell ist, ist dunkel dort, denkst du dir vorher. Wenn es dunkel ist, denkst du dir hell vorher. Es ist dieselbe Welle, du tauschst bloß das, immer das, was jetzt ist, ist im Vordergrund und du machst immer das, was auch jetzt ist, dann zeitlich im Hintergrund. Das macht deine zeitliche Logik. Ja, und das geht ja bloß mit dem Spannungspunkt. In der Das Mitte ist das. ist die Null und dann von da auf spanne ich dann in die eine Drum Richtung rede hell und dann dunkel ich aus oder sowas. immer von dem Zeitfenster. Und sobald du Globalbewusstsein hast, die Erdkugel, dann bist du aber schon der Beobachter, jetzt bist du der Geist, der sich dieses System ausdenkt. Du kannst dir noch tausend andere Systeme ausdenken, siehst aber das in der Interpretation von einem, der glaubt, er ist auf dieser Erdkugel. Und da herrschen jetzt genau diese Gesetze, die Naturgesetze, die du dir selber ausdenkst aus deinem Programm. Jetzt nochmal, dein Programm, dein Schwamminhalt, den kann man ganz leicht verändern, müsste man meinen. Du erinnerst dich, was ich sagte, der Schwamm selber. Ich habe gesagt, wenn du in Indien bist, als Säugling groß warst, siehst du immer noch als Martin gleich aus. Du bist ja dasselbe Baby im Spiegel, aber du hast einen anderen Glauben, andere Sprache, komplett andere Einstellungen. Und jetzt müsste man meinen, den Schwamminhalt, weil der ja nur Intellekt ist, dass der relativ leicht auszutauschen ist. Und dann erinnerst du dich an mein Beispiel mit die halb ausgebrüteten Hühnereier. Muss ich jetzt nicht erzählen. Kennst du hoffentlich in Vietnam, wenn du die probierst, dass die genauso schmecken wie ein normales Ei. Also rohes Ei, wenn man das trinkt. Und wenn du das am eigenen Leibe probierst, dir nützt das Wissen nichts, dass das ja in keinster Weise ekliger ist, wie wenn ich ein rohes Ei trinke. Du wirst so einen massiven Ekel haben, wenn du den Klipper, wenn du den Schnabel und den Eidotter im Mund, die Konsistenz spürst. Konsistenz ist kein Geschmack. Dich fällt ein Ekel und das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, ob du willst oder nicht. Das heißt, nur das Wissen, dass das ja gar nicht schlecht schmeckt, reagiert deine Logik dermaßen massiv, dass dich fast wegdreht. Und das ist, jetzt ist das Schöne, dass wir wollen ja nichts verändern. Die wirkliche Veränderung ist, dass du jetzt eine Stufe als Geist dir bewusst wirst, dass das nur Dinge sind, die du erleben darfst, in dieser Personifizierung, in dieser Limitierung des Menschen, dessen Rolle du spielst. Und du wirst merken, dann koppelst du dich immer mehr ab. Was natürlich uns immer noch nicht so weit bringt, wo der Heiko hier das die ersten 90 Minuten hin verschlammt hat. Da hast du gelöscht oder was? Naja, das wird wohl bei der Übertragung passiert sein. Die Kamera, die braucht immer noch ein bisschen, um die Sachen zu verarbeiten. Und ich wollte die Speicherkarte frei haben für die nächste Runde. Also rüber kopiert auf die Festplatte. Und da waren nur zwei in dem Moment, zwei Dateien. Und dann habe ich beim Löschen dann aber wohl vier gelöscht. Ich weiß es nicht, ich Das weiß kann nicht man doch wirklich. wiederherstellen, wenn es schon mal drauf war, kann man es wiederherstellen. Nein, kann man nicht. Ich habe so ständig überschrieben, die Speicherkarte. Jedes Mal Ach, runtergenommen, die auf der Dateien. Speicherkarte jetzt, ich meine auf dem Computer. Der hat es ja nie kopiert. Nein, ich habe es auf dem Computer nie gehabt. Ich habe von Ach der so. Kamera auf den Computer Ah, ja, das ist klar, rüberkopiert. die kannst du nicht herstellen. Ich meine, du hast es schon überspielt und dann am Computer verhaut. Nee. Ja, Meinst du, Heiko. da hättest du mal in das Heiko-Programm reingucken müssen gestern? Weil der war total bedrückt. Was meinst du, was ich für ein Problem hatte, da Hab dich rauszukommen? runterzogen, oder? Ich sag Ich musste immer. gucken von oben, ne, dass ich sag, guck mal, ne, der Heiko, ich hab dann zu dem Heiko du gesagt, ne, naja, du bist jetzt bedrückt und in dem Moment war ich raus, ne? Und zack, bist du wieder drin. Das ist so Es schwer, da hartnäckig ohne, rauszukommen. Heiko, es ist hartnäckig ohne Ende. Und jetzt nochmal, es sind ganz einfache Sätze. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der wichtigste der Tipp, weil die Momente, die in dir auftauchen, alles, was passiert, ist einfach nur. Es ist einfach nur. Und alles, was du Geist verspürst, emotional, Freude wie Leid, auch Schmerzen, sind eine Interpretation des Programms, das du durchschauen sollst. Und das Erste, wie oft hast du das gehört? Das Erste, alles, was in dir auftaucht, ist zuerst einmal da, dass du lernst, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Es kommt und geht. Ja. Egal, was es ist oder wie es ist. Mensch, ärgere dich nicht. Nichts Neues unter dieser Welt.
Ich bin Wenn jetzt erstaunt, der wie ganze ruhig ich Vortrag inzwischen weg wäre oder bin. irgendwas, dann soll es in deiner Welt so sein, dann scheiß drauf. Ich stehe natürlich jetzt als Lügner, ich habe so geschwärmt, dass du das so deutlich gemacht hast. Und da fehlen jetzt natürlich schon die ersten 90 Minuten die wichtige Einleitung. Wobei ich immer wieder sage, alles, was da war, also die Tonspur hast du ja sowieso, ist eh auf die Selbstgespräche tausendmal drauf, weil die ersten 90 Minuten war bloß eine Wiederholung. Ich habe zwar ein paar neue Sachen mit dazugebracht, das nochmal zu streichen, aber es geht eigentlich erst, wenn wir uns hinsetzen, kommt dann wirklich was Neues. Ja, das haben wir ja alles dann. Wir haben ja deine Aufnahmen von deinem Laptop und. Und für andere, Heiko, nochmal, egal wen du dir denkst, du weißt, wie oft ich sage, als der Brösel Udo, ich habe keine Internetseite, ich habe noch nie eine besessen, ich habe noch nie als Udo zu irgendjemandem gesagt, er soll eine Internetseite machen. Ich habe noch niemals in einem Forum meinen Senf dazugegeben als Udo. Ich habe keinen Blog. Das ist jetzt rein der Udo. Wenn ich sage, als Udo habe ich das nicht gesagt, dass du deine Internetseite machst, da hatte ich natürlich irgendwas getrieben. Das bin auch ich. Oder der Redo seinen Blog, frag den Redo. Ich habe zum Redo nie gesagt, er soll einen Blog machen, genauso wenig wie zu den Heiko gesagt habe, er soll eine Internetseite machen. Da ist ja was in dir drin, was dir das machen lässt und darum mach das ganz einfach. Okay? Aber überall, das war ein Gespräch mit dem Redo, wenn ich jetzt immer wieder sage, wenn ich doch sage, da außen sind keine, die du dir ausdenkst, geh mir da dann am Arsch vorbei. Mir geht es nur um den Geist, der das macht. Und der Geist auf einer Ebene von Geistesfunk, beim Redo sind mittlerweile Bildfremde, die aufgrund seines Blogs beim Auftauchen, die sagen seit 3, 4 Jahren, die sind so dankbar, studieren die Holofeeling, die in die Richtung gehen, die mir gar nicht können. Also hat es dann doch Ansehen. Verstehst du? Aber das sind jetzt nicht die, die wir uns ausdenken, sondern das sind Schäfchen, wo ich sage, das ist im roten Bereich. Also glaub nie, dass irgendwas verkehrt läuft in der Schöpfung. Und wenn um dich herum die Welt in Fetzen geht, hat es auch Unsinn. Auch, dass das nicht hinkaut ist, das ist meine erste Botschaft. Und das ist jetzt, dass du wieder siehst, der den Heiko beobachtet, wie reagiert der Heiko drauf? Der Heiko kann nichts dafür, der ist ein Programm. Aber ist jetzt diese spezielle Geistesfunk, der das Heiko-Programm zu durchschauen hat, ist ihm das bewusst? Und jetzt, wenn du wieder auf die Heiko-Ebene runterrutschst, dann ärgerst du dich, na, ärgern tut sich nur der Geist, dem das nicht bewusst ist. Und das kommt dann auch wieder. Dann wirst du sagen, Mensch, da bin ich voll neben mir gestanden. Und wenn du das weiterlaufen lässt, wirst du feststellen, dass das trotzdem alles perfekt ineinander passt. Das ist wie mit unserem Beamer, da hätte ich mich aufregen können. Oder das Internet hätte sich der Martin aufregen können, dass das immer rausgeflogen ist. Ja, habe ich mich teilweise auch am Anfang. Ist dasselbe in Grün, ist natürlich nicht Aber. so heftig wie den Bock, den der Heiko jetzt geschossen hat. Pieks, Na, jetzt tu dich ja mal hinsetzen und du es wenigstens schön schneiden. Ne? Ja. Ja, aber das war echt Mache ich doch. witzig. Da war am Anfang der Wurm drin, Internet hat nicht geklappt. Dann mit Biber, da bin ich dann rumtelefoniert und. Gerade da hat die Aufnahme nicht geklappt, da hat er noch der Dings, die. Da hattest du eine Rückkopplung drin, Heiko, oder so, ne? Ich habe übrigens auch ein Rätsel, was ich gesehen habe bei meinen 4 oder 5 Dateien, wo ich dir gegeben habe, Heiko. Also ich tue jetzt das ohne Gewehr sagen. Ich habe mir ja die kurz durchgehört, weil ich bin ja sehr selbstkritisch als Udo, weil ich immer zu schnell bin. Ich bin sehr zufrieden mit mir gewesen. Ich habe mich sehr diszipliniert. Und jetzt, wenn du die Dateien, wo wir da haben, da ist ja nur immer 18. August 1, 18. August 2, 18. August 3. Und dann kommt 19.01, 19.02, 19.03 und da habe ich den Eindruck, also soweit ich mich erinnere, das ist bei mir schwer konstruierbar, dass die 19. August 2, da war eine Datei, wo ich die löschen wollte, wo ich nochmal eingestattet habe und wo du gesagt hast, ich soll die alle drin lassen, du suchst dir das dann eh zusammen. Da ist nämlich mein Mikrofon, geht doch bei der Aufnahme nicht. Und was jetzt bei meinen Aufnahmen da ist, wenn du dann lauter machst, dann wird die Videos werden halliger, weil die vom Begel leiser eingestellt hast und dann kriegt mein Mikrofon auf meiner Aufnahme, kriegt praktisch den Schall von dem Video mit im Vergleich mit der Videolautstärke von der Aufnahme. Plus meine Mikrofonaufnahme ist, es haben die ja wenn ein Echo drauf, das versteht man zwar, Ja, das war mein aber Fehler, den habe ich zu laut gemacht, glaube ich. die Tonspuren, kannst du ja von vorne vom Mischpult nehmen und da hast du ja den nackigen Ton, also den nicht halligen Ton. Das ist ja nur, was bei mir drauf ist. Aber ich habe da den Eindruck, und das muss ich, habe mir nicht den Kopf so arg zerbrochen, dass die 19. August 2 zeitlich eigentlich, das war, die einer sollte man löschen, kommt zeitlich vorher.
Das ist also hier mit dem Philosophen, wo wir haben. Die musst du halt anschauen und dann stellst du dir die hin, die du brauchst. Also da haben wir ja zweimal irgendwas überschnitten, wo ich doppelt gemacht habe. Ja, das kriegt ihr dann Was mit ich der gar nicht. Videoaufnahme mit. Was, kann das ja synchronisieren? Das sieht ja, wo es Ja, reinpasst. ich werde also zuerst einmal hier das Video laufen lassen und wie gesagt, das drunter den besten Ton nehmen. Weiß nicht, ob jetzt von meiner Aufnahme der Ton besser ist oder dann von euch vom Mischpult. Wahrscheinlich ist es über das Headset besser. Wobei ja, Heiko, gleich der Anfang schon, wo ich rausgegangen bin, ist das Mikro ja sowieso nicht gegangen. Also das wäre ja eh scheiße gewesen, die Aufnahme. Wir gucken mal, dass du dein professionelles Mikrofon kriegst nächstes Mal. Was ich hab hier gut. Das ist, war Nein, doch nein, alles. weißt du noch, wie du gesagt hast, du beneidest den Professor. Ach so, hier, na, da geht es nicht um den Professor, sondern insgesamt, wenn du Hochschule, wenn du bist, die Beamertechnik und so, da gehst du hin. Das ist halt so, wie wenn ein Bobstock kommt, da ist alles, die Tonmeister haben das perfekt gemacht, der setzt sein Mikrofon auf, geht hin und legt los. So muss das sein. Aber ich bin ja Gott sei Dank kein Bobstock. Na, es war ja dieses Mal von der Technik her ja im Vergleich, du musst wissen, in Almena, die ersten drei, vier Almena-Sitzungen, das war ein Saal, am Schluss waren es ja mehr, waren es 100, also ganz der dritte, vierte, also das letzte Mal waren es fast 300 Leute in Almena. Das ist ja sehr gut, hat sehr gut an der Aufnahme vom Ton her, aber das dritte, vierte Mal, wo ich in Almena war, dann habe ich ja erst ein Kopfmikrofon gekriegt, weil sie uns gekauft haben. Vorher habe ich hier 180 Mann, darum bin ich dann immer heiser, bloß geschrien. Und da hatte der Simon bloß immer vorne seinen Kassettenrekorder laufen gehabt. Hier so digital hat es nicht gegeben, das war Walkman. Hört man auch, ne? Ja, aber war ganz gute Aufnahme, ja, von der Wenn ich Technik. rumlaufe. Aber es ist doch was, das ist gut so, wie es ist. Du, es kommt und geht, da kräht in 1000 Jahren kein Haar mehr drüber. Ja, im Endeffekt soll es so sein, wie es ist, ne? Oder es ist halt so, wie Das es ist ist. das, was ich euch lehre, ist das da mal The Game, schaut euch den Film an und macht dir bewusst, wie du reagierst. Und es ist egal, was es ist ein Kommen und Gehen, das gilt selbst für die Menschen, die auftauchen. Und ein Gedanke von dir kann nichts lernen, Heiko. Geht um die Geister und es wächst. Für Ich die habe ist auch auch das, wenn du es ins Internet stellst, ist es nicht für irgendeinen, den wir uns ausdenken. Da geht es genauso ja mit. nicht um die Masse. Wir können auch Schwierigkeiten kriegen, wenn jetzt zum Beispiel hier sagst, dass du schneiden musst, was wir auch schon gehabt haben bei den ersten Aufnahmen, wo die Videos drin sind. Also jetzt diese Vorträge nicht, aber zum Beispiel hier von Moses Bellheim. Das Video kann ausreichen, dass die komplette Spur sperren. Ja, kenne ich schon. Erst lädst du das stundenlang hoch, dann wird's gesperrt, dann kann ich es da alles nochmal machen und das Ja, wie eine was denn? rausnehmen. Das ist die Überlegung, ob du das reinschneidest oder nicht. Das passt natürlich gut, wobei das ja kein Problem ist, wenn es sich spannt, dass du es einfach rausschneidest und wieder reinstellst. Weil ich sage jetzt einmal, wir denken uns jetzt aus, da ist keiner, der sich die anschaut. Sondern es gibt mittlerweile so perfekte Musikerkennungssysteme, die, du weißt, wenn ich meine, du sprichst selbst bloß das Handy hin und dann sagt er dir innerhalb von 5 Sekunden, was das für ein Lied ist. Das läuft Und beim da, Hochladen, Udo. Das bitte? läuft beim Hochladen. Während du das Richtig, hochsprichst, dann lassen die wird das das schon schon durch den Filter abgescannt. laufen und analysieren das komplett ab, ob da was drauf ist. Ja. Und es ist zum Beispiel Herbert Grönemeyer, gerade jetzt die ESOS, Herbert Grönemeyer, Xavier Naidoo und Moses Bellheim sind ganz, ganz scharfe Hunde, was das anbelangt. Die Guten, wo man meinen müssten, die haben was begriffen, das sind die Geldgeilsten, die es überhaupt gibt. Weil die müssen sich ihre Lamborghinis und Porsches finanzieren, die Burschen. Viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Das ist jetzt im Hintergrund. Das sind genau die Ebenen, wo ich euch immer zeige. Ohne, dass wir jetzt irgendjemanden, den wir uns jetzt so ausdenken in unserem Film, dass wir denen das vorwerfen. Der ist ein Geschöpf in einer Geschichte, in einer Märchengeschichte. Lernen du das nur, der sehr wach wird. Also überleg dir, ob du das überhaupt mit reinschneidest. Wobei es ja wieder Blödsinn ist, weil das Video ist ja sowieso öffentlich drin. Im Internet. Ja, Weißt du, was ich meine? von der GEMA ist kein Problem, aber was ist, wenn er ankommt? Er hat ja die Dann Rechte. wäre es einmal interessant, den müsste man das schicken, den Hardcore da schicken, dass er sich Gedanken macht, ob er sagt, wo ich immer wieder sage, wer hat sie ihn einfallen lassen? Du wirst doch nicht glauben, dass die das von sich aus haben. Die sitzen da, das sind Werkzeuge, die benutze ich genauso, wie ich den Heiko und den Martin benutze. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Jetzt Dann hat müssten wir natürlich uns eigentlich an dich wenden, oder? nicht der Brüssel Udo gesprochen. Na, an wen? Da müssten wir uns eigentlich an dich wenden, ne? An den Wie? An Geist. mich? Schalt das mal frei.
Das, ich mische mich da nicht ein. Das ist Müssen wir euer uns an, Spiel. da müssen wir uns an Ich den bin nur Rainer so ein wenden. Wegweiser, Heiko. Ich bin nur ein Wegweiser. An den Rainer müssen wir uns da wenden. An den reinen Geist. Das ist immer nur an, da musst dich an dich selber wenden, weil ich nämlich du bin. Das ist zumindest, wenn ihr ich seid. Aber das ist ja, ich bin das, was du bist, wenn du aufgehört hast, der zu sein, der du zurzeit zu sein glaubst, dass eine Rolle du spielst. Und das heißt übrigens zeitlich nicht limitiert. Das ist immer unser Beispiel mit den 100 Jahren, wo ich sage, das passiert, das Training im Jetzt. Muss immer beim Klaus, wo ich gesagt habe, ich gebe dir die Lösung, wo, wenn die Stelle, wo der Klaus sehr geistreich gesagt, dann bringt mir das nichts, wenn ich wiederhole. Wenn ich vergesse, kann ich ja nichts lernen. Dann habe ich ja immer wieder denselben eingestatteten Punkt. Da ist ein großer Denkfehler dabei, dass hier nämlich nur mal eine Schicht dazwischen ist, die er nicht weiß. Er springt jetzt praktisch von dem, was er erlebt auf der Leinwand, zu seinem Geist. Und das sind Feinheiten dazwischen. Das ist mit Vergessen hat es nichts zu tun. Du hast durch Wiederholen einen Automatismus, der dir gar nicht bewusst ist, dass wenn du was ständig wiederholst, dass du trotzdem lernst. Aber das müssen wir jetzt nicht klären. Für mich sind diese Wiederholungen und vor allem, wenn die dann leicht abgewartet sind, total perfekt irgendwie, finde ich, oder? Ja, das ist Weil, weil, jeder, weil. der, ihr macht jetzt lang genug bei die Holo-Feeling, dass die euch eingestehen müsst, was jetzt so absolut selbstverständlich ist. Wenn du das erste Mal hörst, wenn du jetzt diesen Vortrag zum Beispiel irgendwann gibst schon, ich sage immer beim Update, gib irgendeinen hochgebildeten, dann egal in welcher Richtung, Menschen ein Update zu lesen, die Farbschreibung, wie es geschrieben ist, er kann nichts damit anfangen. Und was dann noch zweimal ist, wenn dann irgendwas, was ich ja Zeichentrickfilm, ein Video noch mit drin dabei ist, dann ist es eh Kinderkack, dann ist es absolute Scheiße. Naja. Darum sage ich, diese Arroganz und das Vorurteil schnürt jeden den Hals zu, bis du wieder offen wirst wie ein Kind und auf alles neugierig bist, was du nicht kennst. Ich habe auch am Anfang den Drang gehabt, das jedem irgendwie zu zeigen, hör da schon her und das. Und, weil ich halt für mich erkannt habe, irgendwie, das ist genau Von mir hat es mal das bis heute. Erste, was hundertprozentig stimmig war, irgendwie so in der Das Richtung. ist ein Also bei mir. Lernprozess, da kann man in eine Sache reinfahren, wenn ich dir die Doni-Geschichte, habe das schon mal angesprochen, der hat einen Sohn. Der ist A-Lehrer übrigens, die Tochter ist Lehrer und wie das losgegangen ist, wollte er unbedingt missionieren. Das ist übrigens ein Michael, ich habe den noch nie gesehen. Der wollte missionieren und das ist halt mit dem Brass, aber der Tochter, wo die Tochter mir gesagt, die Trixi und der Gogo sind mittlerweile voll hundertprozentig Holo-Feeling, aber da hat er gesagt, da hätte er auch mich beinahe verloren mit dem Missionieren. Und von mir hat er sich auch gesagt, Toni, verdammt nochmal, halt deinen Mund. Du kannst es ansprechen und wenn er negativ reagiert, diskutiere nicht, wechsel sofort das Thema. Und der Sohn ist komplett weg. Aber der ist absolut weg. Die haben als das Nötigste, wobei selbst die Helene als Mutter sagt, das war für sie ein Riesen-Lernprozess zu erkennen, dass diese Figur, was sie jetzt in ihrer Erinnerung als Helene auf die Welt gebracht hat, dass das eine vollkommen geistlose Kreatur ist. Sie schüttelt bloß den Kopf. Der ist Lehrer, der ist hochgebildet, rein von dem, was Geist anbelangt. Das ist eine reine Maschine. Ich kann euch da Geschichten erzählen, wo sie sagt, das ist für sie überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Der ist für seinen Sohn genauso da wie für die Tochter. Bloß sie gehen von sich aus nicht mehr hin, weil die sagen, es ist für uns so unendlich mühselig. Ich kann ein kleines Beispiel machen. Der ist ja verheiratet und der hat einen riesen Ratsch immer gehabt mit seiner Schwiegermutter. Dass das eine blöde Kuh ist und so weiter hin und her. Also normal halt gedehnt, sagt er zu seiner Mutter, zu Helene. Und jetzt haben sie ja fast keinen Kontakt, dann schaltet das Telefon, dann ist ja Michi dran, heult Ruzer Wasser und er hat sie zur Beerdigung von der Schwiegermutter eingeladen, weil die Schwiegermutter gestorben ist. Die Helene hat gesagt, ich meine, ich bin in einem anderen Film, seit ich mich erinnere, hetzt er und wettert über seine Schwiegermutter und jetzt Tränen aufgelöst, dass die Schwiegermutter gestorben ist und er lädt uns zur Beerdigung ein. Die sind natürlich nicht hingegangen, aber die Helene hat bloß gesagt, sie kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil die diesen Trauereffekt überhaupt nicht mehr haben, weil wenn du Holofeeling wirklich verstanden hast, muss dir das klar sein, es kommt und geht, es ist nichts. Sobald du was am Leben erhalten willst, hinderst du die Veränderung. Ich habe ja gesagt, versuche mal den Heiko, den Körper des Heikos permanent am Leben zu erhalten. Da musst du ständig an den Heiko denken. Wenn du eine Sekunde nicht an den Körper von den Heiko denkst, ist er nämlich schon wieder weg. Du kriegst es nicht mit, wenn sich was auflöst. Ich sage immer wieder, es ist das Problem, es kommt hartnäckig immer wieder. Das ist die Wiederholung so lange, bis es vollkommen durchschaut ist. Und jede Etappe, wo du lernst, das macht sich jetzt bemerkbar, wie innen so außen, was du als Alterung wahrnimmst, ist, dass dein Körper sich jetzt gedacht in den Einzelbildern verändert. Weil du nämlich auf der Seite 8 einen ganz anderen
Weltbild als Achtjähriger ganz andere Welt erlebst wie als 30 oder 40 oder 50-Jähriger. Zwangsläufig verändert sich auch der Körper, der ja nur ein Symbol ist für das Programm im Hintergrund, das momentan ist, die Reife des Programms. Verstanden? Und es geht jetzt unabhängig, wenn du in der Stadt bist oder in den Supermarkt gehst, ist jeden Körper, den du anschaust, steht symbolisch für komplettes Leben, für eigenes Programm. Ich sage immer, wir sagen, ein Menschenleben ist ein Video. Okay? Und der Körper, den du siehst, der ist wie das Icon. Zum Beispiel Windows hat ja mehrere Generationen. Wir machen mal Windows Word. Wenn du ein Fachmann bist und ich zeige dir jetzt Windows Word, das Icon, kannst du sofort sagen, das ist Windows 95, Windows 98, Windows 2007. Es hat sich minimal Word 98, Word 2000, Word 2003, 2005, 2007 was gegeben hat. Das ist immer das Word-Icon, das du hast. Aber es hat sich bei jeder Version ein bisschen verändert. Das heißt, der Fachmann sieht an dem Word-Icon, was für eine Version das ist. Jetzt sagen wir, der Film ist Word und die Evolution von Word zeigt sich an dem Icon. Wir sagen jetzt, wir nehmen, der Film ist der Martin-Film und der achtjährige Martin, der zehnjährige Martin, den du als Körper siehst, ist das Icon. Das heißt, wenn du durch einen Supermarkt gehst, ist jeder Mensch, den du anschaust, ist ein komplett eigener Film. Und du siehst jetzt, wenn du den Menschen siehst, ungefähr, wo er ist in seiner Entwicklungsstufe in Bezug auf seinen Film und von der Physiognomie, was das für ein Film ist. Der Film selber weiß nicht, dass er ein Film ist. Das sieht nur der Geist. Okay? Und jetzt sage ich immer wieder so schön, das ist ungefähr so, wie wenn du durch eine Videothek gehst, durch eine große Videothek, die Filme, die du anschaust, schaust du bloß die Cover an. Und jetzt einmal bei aller Bescheidenheit, du siehst also bei 80% schon am Cover, dass das ein scheiß Film ist, dass du den gar nicht anschauen musst. Aber das geht nur, wenn man ungefiltert drauf schaut oder so, oder? Wenn du ungefiltert drauf schaust und dasselbe wirst du merken, dass wenn du jetzt in den Supermarkt oder irgendwo hingehst, siehst du am Cover schon, dass du dich mit dem Film gar nicht beschäftigen musst, weil der eh jenseits von Guri, also praktisch KI, du das KI-Material ist. Da kommt sie richtig dann Das hat rein. jetzt nichts zu tun mit Intellekt. Zum Beispiel bei den ganzen Politikern. Man ist ja am Anfang in dem Wahn immer wieder, die mächtigen Leute müssten das wissen. Verstehst du? Und da muss ein Gedanke von dir muss überhaupt nichts wissen. Du musst, der Geist tritt nicht in Erscheinung. Ich unterhalte mich mit Geist. Das ist auch so ein Lernprozess. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, nehmen wir mal Moses Bellheim und Xavier Naidoo mit seinem Bekanntheitsgrad. Das wäre doch, wenn die jetzt Holofeeling, das ist doch der absolute Jesus-Freak. Wenn der jetzt das, was ihr jetzt erlebt habt, weil, wie viele Beweise soll ich euch denn noch geben für ein Intellekt? Heiko, mal ganz ehrlich. Ja, Wenn damals. jetzt nach dem, was ich gezeigt habe, wenn dann immer noch einer sagt, das ist Zufall oder das habe ich gescheitelt, dass ich mir das, dass das zufällig zusammenpasst, um den ist nicht schade. Da ist kein Geist, wenn es einer nicht rafft. Das ist doch eine andere Art von Abscannen irgendwie, weil wir haben das auch schon bei dir beobachtet, wenn du dann voll im Geist wieder bist. Bin ich ganz weg. Ja, aber dann, Da rede ich vor. du hast eine ganz andere Art, Leute abzuscannen, auch mit den Augen oder so irgendwie. Das geht so schnell irgendwie so. Ganz, das ist zwar immer, aber das ist es runterholen. Es ist wirklich, es ist für mich teilweise sehr, sehr mühselig, hier in Brüssel zu spielen, weil ich eben normal erscheinen will. Ich filter von vornherein schon permanent raus, dass der Udo irgendwas Besonderes ist. Das Einzige, was hier das Außergewöhnliche ist, ist der Geist, der mich ausdenkt. Um den geht's. Und nicht um irgendeine Figur. Es geht ja nicht um den Martin und um den Heiko oder um irgendwelche Leute, die jetzt die Videos anschauen. Dass du wählen kannst, die Zwiebel scheint komplett weg oder halt wieder irgendwie in der Persönlichkeit drin. Selbstverständlich. Ja, ne? Das ist jetzt insgesamt, ich spiele auch den Martin und ich spiele auch den Heiko, bloß dass ihr denkt an den Dialog der Liebe. Du schaust zuerst bloß durch die Augen von Martin oder vom Heiko. Du projizierst damit auch das Gesichtsfeld vom Heiko und auch deine feinstoffliche Gedankenwelt, deine Interpretationen, wo du wirst merken, 99% von dem, was du eigentlich erlebst als Geist, sind Interpretationen von Reizauslösern. In jeder Kleinigkeit. Wobei man in einem Vergleich ist, und das ist logisch hochgerechnet. Ich sage immer wieder, deine Logik rechnet was hoch, das verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. Oder dass jetzt der Computer so funktioniert. Das siehst du ja nicht, wie ein Computer funktioniert. Was dein Wissen jetzt über Computerwissen ist Intellekt, wo du verwirklichst. Aber du musst immer wieder dir jetzt bewusst machen, dass das ist, das sollst du durchschauen. Das gibt nichts zu verändern. Und jetzt ist es so, dass ich dann sage, und jetzt komme ich und ich erzähle dir,
Wenn du durch die Augen, dann siehst du parallel durch die Augen des Christus. Das heißt, was glaubt jetzt der Heiko, wenn er was erlebt? Wie reagiert der Heiko? Und jetzt kommen die Augen des Christus dazu, dass du das auch vollkommen wertfrei siehst. Auch was der Heiko oder wie der Heiko oder der Martin reagieren. Das sind Charaktere, die man durchschauen. Ich könnte jetzt sagen, du bist auf einer Bühne. Wir sind auf einer Bühne gewesen im Fliegenstall. Und der ist jetzt ein Schauspieler und er spielt die Rolle von Martin. Wir machen das jetzt einmal. Dir ist es bewusst wie ein Schauspieler, dass du was anders bist wie die Rolle, die du spielst. Und jetzt machst du irgendwas und jetzt kommt der Regisseur auf die Bühne und das ist jetzt der Udo, wobei jetzt der Regisseur, sage ich einmal, hier auch in einer Rolle, in einer Figur geschlüpft auf die Bühne kommt. Und normalerweise redet er nur aus dem Off. Das sind so radebrechende Beispiele, aber du wirst irgendwann einmal das Gefühl kriegen, du bist der Einzige, der immer ist, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Und alles andere ist ausgedacht. Es ist ein Kommen und Gehen von Figuren. Und mit dem Geist ist natürlich jetzt auch eine Personifizierung verbunden. Und das ist jetzt der Trick, dass ich sage, wenn du jetzt sagst, du bist der Heiko, dann lebst du den Heiko-Film. Und das nenne ich dann ein Geistesfunken. Das war das mit X ist gleich Y. Es ist ein Geist und sobald du sagst, ich bin X, bist du ein Geistesfunken, weil du reduzierst dich auf dieses Programm. Mein schönes Beispiel mit dem Bücherregal, du bist das Bücherregal, aber sobald du anfängst, bloß an ein Buch zu denken und dich in das Buch reindenkst, bist du immer noch das Bücherregal, aber es geht in den Hintergrund, es tritt in deinen Hintergrund in die Vergessenheit. Weil du dich eben in die Struktur reinstrukturierst. Gehst du wieder raus, was wir jetzt mit Holofeeling machen, wird es banal, dann kommst du in diesen Ja-Zustand. Kannst du rechnen, sagst du ja. Und mein Zustand ist, dass ich jetzt unter lauter Kinder, unter Geistesfunken bin, denen ich erkläre, wie Rechnen funktioniert. Dazu muss ich unheimlich viele Worte machen. Für etwas, was sie eigentlich schon können. Jetzt pass auf, klingt widersprüchlich. Jetzt erinnere dich an mein Beispiel. Ich sage, wenn du in die Schule kommst mit 7 Jahren, sprichst du grammatikalisch fehlerfreies Deutsch. Kleiner Wortschatz, aber grammatikalisch fehlerfreies 7-jähriges Kind, wenn das gut erzogen ist, spricht er richtig schönes Deutsch. Nicht so wie wir zwei Franken, Martin, wir sprechen kein fehlerfreies Deutsch. Na. Okay, jetzt pass auf, jetzt kommst du in die Schule, weil ich kann dir erst lesen, schreiben, rechnen, das Zeug beibringen, wenn du sprechen kannst. Und jetzt lernst du, das sind die ersten 7. Das ist übrigens das erste 7, was schon die 7 mal 7 Jahre. Das sind die ersten 7. In den zweiten 7, die dann rein zufällig bis zur Pubertät gehen, wo dann nochmal der gewaltige Wechsel kommt, lernst du die Regeln der deutschen Grammatik in der Schule. Was doch eigentlich ein Blödsinn ist, du kannst das doch schon alles. Verstehst du, was ich meine? Du sprichst doch schon grammatikalisch fehlerfreies Deutsch. Und um das zu können, musst du doch eigentlich die ganzen Grammatikregeln kennen. Du weißt bloß nicht, wie du es machst. Du lernst eigentlich in der Schule in den zweiten 7, du lernst etwas, wie das Regelwerk ausschaut. Du lernst Grammatik, die deutsche Grammatik, die du aber ja schon, bevor du die zum Lernen anfängst, beherrschst, weil du sprichst fehlerfrei grammatikalisch Deutsch. Und nichts anderes mache ich jetzt mit dir. Das hat nichts mit vorher und nachher zu tun. Das ist eigentlich, jetzt dreht sich die Kausalität um. Erinnere dich, was ich sage. Wir machen jetzt einmal unsere Zeitfenster vor uns. Wir sagen, wir gehen in die Vergangenheit und Gegenwart ist das neueste Wissen, das jüngste Wissen. Unsere Hochtechnologie ist das jüngste, das neueste, das modernste, modern, modern. Modern ist modern, Wissen. Und jetzt wissen wir, dass die Jungen sagen, die Alten sind total blöd. Das sagt auch die 14-Jährige, die bis in der Früh um 3 in die Disco will. Wenn die Eltern sagen, das darfst du nicht. Die 14-Jährige, die ein Zungenbier singen will oder Arschgeweih will, da sagen die Alten auch, du kriegst das nicht, das brauchst du nicht. Und die 14-Jährige, die Junge, weiß hundertprozentig, dass die Alten überhaupt keine Ahnung haben. Die Alten, die Schriften der Alten, die ich euch gezeigt habe, das ist die absolute Weisheit. Und das junge Wissen ist so unendlich arrogant, jung ist dumm. Merkst du, jetzt dreht sich das plötzlich um, dass du merkst, dass das hochkomplexe, zerkopfte, naturwissenschaftliche, materielle Weltbild ein dumm Geschwätz ist. Ich habe dir das zeigt, die verwirklichen, wenn du den Lesch anschaust. Er stellt sich das vor, er denkt sich das aus. Was ihm überhaupt nicht bewusst ist, dass das noch nie irgendein Mensch gesehen hat, dass er Sünde begeht. Wenn er das bewusst machen würde, wie es mir jetzt und selbstverständlich kann ich mir das alles ausdenken, bloß mir wissen, es ist nur, weil ich es mir ausdenke. Ich weiß zum Beispiel, dass der sein blödes Video bloß deshalb nicht hat, weil ich mir das ausdenke.
Und ich habe mir gedacht, das lasse ich ihn jetzt einmal so, mal schauen, wie er darauf reagiert, ob er was verstanden hat. Was wichtig, das Einzige, was wichtig ist, dass du, Geist, mich verstehst. Ich will dich, Geist, wach machen. Und alles andere ist nicht wichtig. Alles nur ein Schauspiel. Das zeigt es. Und jetzt komme ich nochmal zurück, weil man ganz am Anfang ist, meint man natürlich mit der Menschheit noch, die Jungen helfen. Mensch, Xavier Naidoo ist doch so ein Über-Jesus-Freund. Wenn der jetzt die Möglichkeit hätte, dass der Jesus wirklich wiedergeboren ist, der müsste doch im Kreis hüpfen. Es ist vollkommen klar, dass der das, wie jeder normale Mensch sagt, so ein Blödsinn, das gibt's nicht. Weißt du, Jesus ist zwar wiedergeboren worden, aber vor 2000 Jahren. Jetzt kannst du total vergessen. Da merkst du schon, wo der Zweifel kommt. Aber wenn jetzt hier mit diesen Beweisen, kannst du ihn ja mal schicken, soll sich damit auseinandersetzen. Wenn er es dann immer noch nicht checkt, ist es eh nicht wert. Aber es kommt der Film, wie er kommt. Und der Darktraum schlägt, der Hase schlägt Haken, glaub es mir. Unberechenbare Haken. Das hast du jetzt doch schon wieder gesehen, wo du merkst, dass deine Aufnahme fällt. Unberechenbar. Es ist immer wieder, es kommt nicht unbedingt so, wie man will. Das ganze Sicherheitsdenken. Jetzt ist es ganz schlimm für einen, der ein Sicherheitsgefühl hat. Du denkst dir eine gewisse Zukunftsspur auf, du hast eine Vorstellung. Jetzt gibt es zum einen die selbsterfüllenden Prophezeiungen, aber es wäre unheimlich langweilig, wenn es immer so kommen würde, wie du dir das wünschst. Und dass das spannend wird, wie in einem Film. Sind nicht die Filme, wo die meisten Haken geschlagen werden, die geilsten Filme? Habe ich nicht immer gesagt, was macht ein Liebesfilm eigentlich interessant? Dass die immer aneinander vorbeirennen und aneinander vorbeireden, da kommt das nächste Problem. Das macht doch den Liebesfilm interessant. Das Segen des Materialismus. Wenn du jetzt losmarschierst und du siehst deine Traumfrau und die schaut dich an, ihr habt euch noch nie gesprochen, magisch schaut ihr euch ins Gesicht, du gehst in der Kneipe, plötzlich sitzt da der absolute Traum, sie dreht sich rum, sieht dich und ist fasziniert von dir. Magisch wird ihr dir angezogen, ihr fangt zum Reden an, ihr seid wie ein Herz und eine Seele. 4 Wochen drauf heiratet ihr schon und habt die absolute Bilderbuchehe. Das wünscht sich doch jeder. Da machen wir jetzt einen Film davon, Heiko. Ich verspreche dir die langweilige Scheiße, wie sich keine alte Sau anschauen. Was die Leute wollen, ist E-Mail for you. Verstehst du? E-Mail for you. Ja. Das wollen die. Schlaflos in Seelen. Das wollen die. Es muss Haken schlagen. Kriegen sie sich nicht. Dann gehen sie auseinander und dann das hin und ist her. Interessant. Es ja. muss umso mehr ein Krimi Haken schlägt, umso mehr du immer wieder überrascht bist, weil du die immer wieder hochrechnest, so und so müsste es sein und dann kommt es doch wieder anders. Dann gehst du raus und sagst, das war jetzt ein scheißgeiler Film. Meinst du, ich will, dass du aufwachst, Heiko, und sagst, das war ein scheiß langweiliges Leben? Hast du ja die Phasen, wo du dann rumhängst und nicht weißt, was du tun sollst. Und meinst, die Welt ist gegen dich. Warum bist du so Eigenbrödler und hin so wer? Was? Das ist, schau dir den Film bis zu Ende an und lass den Film Haken schlagen, verdammt nochmal. Du musst der Zuschauer werden. Ja, du, vor allen Dingen, wenn es eng wird, ne? Dann musst du zum Zuschauer werden. Das ist, wenn um dich rum die Welt in Fetzen geht, da zeigt sich dann, ob du es wirklich verstanden hast. Und ich kann dir viele sagen, die über 4, 5 Jahre den Udo in den Arsch gekrochen sind. Ich habe in Almena schon gesagt, wo ich oft gesagt habe, nimm deine Zunge aus meinem Arsch, sonst kriegst du Mundgeruch. Und die stürzen über Nacht ab. Das ist, wenn der Druck der Welt groß wird, da zeigt sich, ob du vertraust. Das ist die Jesus-Geschichte. Was nicht unbedingt sein muss. Aber es ist spannend, es ist sehr interessant. Heiko. Verstehst du? Wenn du wach wirst, sollst du nicht sagen, das war ein Scheißfilm. Da kannst du sagen, der war am Anfang, ist er relativ dahin geplätschert. Ich kann dir Filme sagen, das ist die erste halbe Stunde, plätschert es so dahin und plötzlich kratscht es, kommt eine Wendung und dann macht erst der langweilige Schluss vorher, macht dann erst einen Sinn. Fällt mir jetzt spontan zum Beispiel Femme Fatale ein. Kennst du Femme Fatale? Wie ist auch fatal. Was ist der Aufschreiben, Film? Martin, unbedingt anschauen. Das war doch ein Film, oder? Selbstverständlich. Femme Fatale. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Bin mir nicht sicher. Ganz, so ist David Lynch, glaube ich, oder irgend sowas ist es. Mal gucken. Warte mal einen kleinen Moment. Ich schicke dir einen Link, zumindest vom, wie er hast. Ah, ich habe. Ist es der. Moment. Aus. Nee. Femme Fatale. 2002. Femme Fatale, Album nicht. Muss es doch Film geben. Warte mal. 2002 Film. Ist der, oder? Kleinen Moment. Rebecca Rumin, Antonio Banderas, ja. Peter Coyote. Warte mal. Moment.
Heiko, hast du schon den Witz mit dem Zäpfchen erzählt? Erzähl. Ja, ich konnte nicht so richtig schlafen und dann habe ich gedacht, lass ihm mal so Tabletten geben. Und er hat mir den Zäpfchen gegeben. Und er hat gesagt, Vorsicht, die Zäpfchen, die sind sehr stark. Die Zäpfchen waren so stark, ich bin am Morgen noch mit dem Finger im Arsch aufgewacht. Na, ich nenne lieber den Frankenwitz. Den habe ich, den Frankenwitz, der ist vom Rainer. Das ist immer wieder beim Schlafen. Habt ihr Bauer sucht Frau geschaut? Da ist der Rainer gewesen in der letzten Staffel, unser schöner Franke. Der war eigentlich ganz lustig. Ich mache ihn Rainer, der war lustig. Und da ist er auch mal, da fragt die bei ihm war, wie hast du geschlafen? Und da hat der Rainer gesagt, wie ein Motorrad, in ganzen Nacht auf dem Ständer. So Leute, jetzt gebe ich euch ganz kurz, ich schicke euch ganz kurz hier, das ist der Film. Wenn der nicht kennt, ist jetzt bloß Wikipedia. Wenn nicht kennst, nicht lesen. Ja, doch. Wenn nicht kennst, nicht lesen, sondern den Film anschauen. Ja, Brian De Palma ist Regie. Und das ist also so geile Weiber übrigens, gell? Das ganz nebenher. Ganz also total heiße Schnecken, total heiße Schnecken. Aber der plätschert so dahin. Die machen einen Diamantraub, einen ganz geilen Diamantraub und dann läuft was schief. Und das kann ich euch erzählen, das ist eigentlich ganz interessant. Die Schnecken sind hochinteressant, die Models. Und dann nehmen die eine andere Identität an. Das plätschert so. Du weißt eigentlich um gar nicht, was es geht. Und da ist der Badeiras, macht einen Fotograf und dann hin und her. Das plätschert irgendwie, ist interessant, ist nicht langweilig, ist aber nicht irgendwie berauschend, bis in der Mitte im Film. Und dann fällt die, wird sie umbracht, fällt, aber das war's jetzt. Und dann kippt es schlagartig eigentlich nach der Hälfte oder Dreiviertel, kippt es komplett um. Und dann gibt es eine Zeitschleife. Das kann ich euch gleich von vorne, wenn du schaust dir einen Film an, der plätschert eigentlich, sagst, was ist das für eine Scheiße? Es ist jetzt, weil die Weiber schön zum Anschauen sind, ne? Kann man das wirklich als Mann anschauen, aber ist jetzt nicht so irgendwie der Bringer vom Film her. Optisch ein Genuss, aber vom Film her sagst du, was soll das, Solo-Feeling-Film? Und dann bricht es dermaßen um bis zum Schluss, dass der den Vogel raushaut. Das ist geil. Ja. Da war übrigens jetzt erst gestern oder vorgestern, vorige Woche am Montag, war auch ein absolutes Übermeisterwerk im Fernsehen. Was, es fällt jetzt der Name nicht ein. Der ist auch ein unbedingt, das muss auch mit einem Bilderraub. Da geht es auch über Psychose in Geist reindrehen. Du mal schnell in die Fernsehzeitung nachschauen. Ich habe den Verlängerten schon mal gesehen. Das ist auch zu hier, die Kritik ist ein absolut. Er hat es schon weggeschmissen, habe ich es mal. Vergiss es. Boah, ihr nützt euch eh nichts. Fällt jetzt, weil ich so siehst, das sind so Sachen als Udo, ist nicht wichtig, wisch schon weg. Das ist wie bei den Leuten, wo ich gesagt habe, wo jetzt in Almenar, ich kenne die ganzen Geschichten. Martin. Jetzt die ich zu tun habe, Heiko, wo die Namen sind. Martin-Namen habe ich auch erst seit du in Ellingen warst. Dass ich da das abgespeichert habe, den Namen, weil jetzt das ja leicht merken ist, du bist ja Franke. Aber das sind jetzt hier bei der Chemnitz-Gruppe etliche. Der Martin zum Beispiel, da heute Das hallo bin sind ich. mehrere, wo ich komplett den Hintergrund habe, den Charakter habe. In Robert die Psychose habe ich jetzt mittlerweile auch drin. Aber hier. Mit den Namen, ich merke mir die Namen nicht. Da ist sofort, wenn ich das Gesicht habe, wenn nur die Stimme her ist, alles da, bloß der Name nicht. Das soll es nicht sein. Man muss Platz schaffen, verstehst du, auf den unteren Ebenen möglichst hier alles auslasten und ausschalten, was den Arbeitsspeicher belasten könnte, die Arbeit den Rechner belasten könnte. The Art of Sich auf Steel, das Wesentliche konzentrieren. war das der Film, The Art of Steel, der Kunstraub? Nee, oder? Der Kunstraub, müsst ihr schauen, was ich nicht wie er Kassen hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich müsste kurz reinlesen. Ich schicke dir mal einen Link, oder? Wenn es mir zeigt, kann er das. Ist der super gut. Kleinen Moment. Mit Kurt Russell und so? Nein, das ist er. Kurt Russell spielt nicht mit. Ah, okay, noch was anderes. Das ist er nicht. Mit T, irgendwie mit T geht er los. Nein, der ist es nicht. Der ist übrigens auch nicht schlecht, den habe ich auch schon angeschaut. Der ist unterhaltsam, aber der ist Holo-Feeling-mäßig. Grau Budapest Hotel? Na, no, der war's nicht, ne? Nein, auch nicht. Nein, Oh, das der ist ist auch der geil. T, irgendwas mit T. Tri, ich müsste mit dem Draws? Fan. Draws Draws, gefährlich? Draws ist es. Gefährliche Draws. Erinnerung. Das ist es. Der ist es. Den musst du anschauen.
Warte mal, ich schicke es mal. Das ist er. Das müsste ja dann sein. Hammer, absoluter Hammer. Ich habe ihn schon mal vor längerem gesehen, hier und jetzt ausgedacht. Das habe ich also drin. Aber der ist nämlich im Fernsehen gekommen vorige Woche und da habe ich ihn ganz kurz mit aufgenommen bei mir mit dem USB-Stick am Fernsehen. Und den werde ich mir irgendwann nochmal wieder geben. Der ist absolut empfehlenswert. Der ist also richtig ein schöner Holo-Feeling-Film. Mit der Psychiaterin, die holen. Du willst ja dann vorwegnehmen, schau dann einfach an, der ist klasse. Also der Film Fatal und der Trance, jo. Richtig. Das sind richtige Kracherfilme. Also das sind toll zum Nachdenken und das ist er. Genau das war's. Irgendwas mit Tee wusste ich noch. Wie gesagt, es war kurz nachdem der rausgekommen ist, habe ich den gesehen und ich vergesse, solche Sachen merke ich mir nicht. Also nur immer grob das Chat und du kannst es dann relativ schnell wieder aktivieren. Du nimmst bloß das Wesentliche mit. Du musst wissen, wenn du jetzt was lernst. Ich habe immer wieder gesagt, wenn du schau, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Elektronik gehe, wo ich Schaltungen, ich blätter jetzt mal in den UDA-Film zurück, wo ich meine elektronischen Schaltungen, wo ich als Entwickler war. Und dann hast du jetzt erst einmal Widerstände, was du doch Martin sicher, die haben ja einen Code aufgedruckt, weil wenn die eingeerstet sind, die recht klein und wenn du die einlötest, wenn das jetzt draufstehen würde, mit Der der Farbcode. Bestückungsmaschine, der Farbcode, wenn ich also hier vom Widerstand drauf geschaut habe, das ist wie wenn das groß drauf gestanden wäre. Ich muss, da war nicht einmal was in mir drin, was umrechnen muss, verstehst du? Das war wie wenn die zwei Ziffern drauf gestanden wären. Naja, du Das siehst ist den wie bei Farbcode Tick. und weißt sofort, was das für eine ist, ne? Wie viele Punkte Richtig, hat. das ist, wenn du das täglich damit arbeitest, musst du das nicht umrechnen, den musst du lernen, das ist ein ganz primitiver Farbcode. Wenn ich den jetzt dir aufsagen müsste, ganz grob, da müsste ich jetzt ganz tief in mir reingehen, auf den Stegreif habe ich ihn nicht. Das ist aber, der wäre, wenn ich ihn einmal sehe, nur einmal kurz reaktivieren, ist der voll wieder da. Ich sage, das ist wie mit Fahrradfahren. Wenn du einmal Fahrrad fahren kannst und du bist 50 Jahre nicht Fahrrad gefahren, du setzt dich drauf und du fällst trotzdem nicht um. Und das sind die ersten, vielleicht die ersten 400 Meter, nicht wackelig, aber wenn unsicher, freihändig fahren und so. Aber dann geht es wieder wie vorher. Das verlernt man nicht. Ja, es ist wie der PIN-Code zum Beispiel. Entweder vom Bankautomaten oder aber am Handy. Du brauchst eine 10er-Tastatur, damit du den PIN-Code eingibst. Aber wenn du sagst, wenn dich jemand fragt, wie ist denn der PIN-Code? Fällt mir nicht ein oder so. Ne? Ich muss das einfach so die Tastenfolge halt einfach machen. Das sind jetzt so die positiven Automatismen. Mein schönstes Beispiel ist Autofahren. Wie ihr jetzt heimgefahren seid, Heiko, war da die ganze Zeit ein Lenkrad und ein Dach und eine Windschutzscheibe da? Deine Logik würde jetzt sagen, ja, selbstverständlich. Ich sage, das konstruierst du. Das ist wie wenn du einen Roman liest, meinst du beginnst bei der Seite 1, bei der Seite 100 klingelt das Telefon. Hast du 50 Mal umgeblättert, wenn es ein spannendes Buch ist. Ich bin einmal nach die B2 runtergefahren, vor Rot aus, Richtung Nördlinger Runde. Dann ist mir auf einmal stehe an einer Kreuzung. Aber, hä, wie komme ich jetzt da her? Und dann ist auf einmal ist mir so schon wegen Angst geworden, so in die Richtung. Es war schon, weiß ich, in den 90er Jahren damals oder so. Ne? Ich bin bestimmt 50 Kilometer gefahren, ohne irgendwas mitgekriegt zu haben oder so. Das ist übrigens, das sind die ersten Ansätze, wo du merkst, dass er nur jetzt gibt. Du rechnest dir immer deine Vergangenheit aus. Ja, Die genau. ist nur jetzt. Und da ist jetzt die Austastlücken. Mein berühmtes 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel mit dem Einschlafen. Ich habe 10 Stunden geschlafen, ohne zu träumen. Das ist ein Blödsinn. Wenn du schläfst, ohne zu träumen, gibt es keinen Raum und keine Zeit. Es ist gleich. Du kannst immer das, was jetzt ist, und du kannst dir bewusst machen, was unmittelbar vorher war, was du aber auch jetzt denkst, das ist der Hintergrund der Welle, weil du die Transversalwelle longitudinal hebst. Aber das werde ich euch nur genauer erklären. Das ist ganz easy, wenn man es verstanden hat. Ja, ich war in Gedanken ganz, ich war nicht da. Und Ja, ich kann die da nicht Frage sagen, ist, bist ich du kann in da der nicht sagen, Zeit dass die Welt gefahren? da war. Und Ich die kann da einzige Erklärung, die es gibt, das ist mit Holo-Feeling, dass du nur ständig wechselnde Bilder hast. Du wirst merken, auch mit Pyramiden, die einzige Erklärung für die Pyramiden ist nicht außerirdische, wenn du dir den ganzen Film anschaust, was nicht angezweifelt wird, weder in der Theologie, in der Physik, in der Naturwissenschaft, noch in der Philosophie. Das hast du jetzt gesehen bei unseren jungen Philosophen. Selbst wenn sie es aussprechen. Es gibt keine Welt da außen. Halte verdammt nochmal das zweite Gebot. Und dann hast du plötzlich auch die Lösung für die Pyramiden und wieso, dass dann die Pyramiden, die ganze Kathedrale in Chartres, dass überall dieselben Maße drin sind. Obwohl doch die damals sogar noch nicht wussten, wie groß die Erde ist, wie das gebaut wurde. Das ist, dein Fehler ist, ich sage, das Quadrat mit drei Strichen zeichnen Phänomen, dass du eine Grundvoraussetzung setzt, zu glauben,
dass hier du ein Quadrat zeichnen sollst und du dazu vier Striche brauchst. Das für dich so selbstverständlich ist, dass wenn du schon hörst, zeichne ein Quadrat. Das ist die erste Aussage. Zeichne eine Vase mit drei Strichen. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Ich habe doch nicht gesagt, dass das Quadrat aus drei Strichen bestehen soll. Es weiß doch jedes Kind, dass man ein Quadrat vier Striche machen muss. Das lässt dich in über 90% der Fällen auch deines Alltags in Sackgassen reinlaufen. Zum Beispiel, wie haben die die Pyramiden gebaut? Weil du glaubst, dass die in der Vergangenheit von irgendwelchen Leuten gebaut wurden. Es gibt keine Vergangenheit. Alles, was in dir auftaucht, taucht hier und jetzt in dir auf. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Ist ja In der interessant, Einheit. Punkt. diese Jetzt ist Geschichte. der Uder dann, der ist jetzt aufgetaucht und jetzt ist er wieder weg, diese quäkige Kopfhörerstimme. Mehr ist es doch nicht. Du hast doch die ganze Zeit bloß an Kopfhörer zugehört. Ja, Und bloß ganz. eventuell ein Pixelmännchen gesehen. Schau mal her, bin ich nicht recht flach und recht klein? Das ist keine Hand, Martin, wo du jetzt siehst. Und jetzt bewegt sich nichts einen Millimeter von der Stelle. Wenn du voll bewusst im Hier und Jetzt bist und dir bewusst, voll präsent bewusst machst, was jetzt da ist. Und der Udo, mit dem du dich unterhältst, der ist jetzt von dir ausgedacht. Der eigentliche Geist, in Anführungszeichen, ist in deinem Kopf. Und wenn man es Ist nur 100%, ein Gedanke. nicht einmal der Monitor ist wirklich da, ne? Jetzt kommt meine Frau rein, die will jetzt was zum Essen. Jetzt schmeißt ihr mich wieder in euch hinein und dann ist es wieder gut und dann kann jetzt der Heiko mal schauen, was noch neuer Scheiß auf ihn zukommt, wenn er das schneidet. Alles klar? Okay. Bruder. Bis gleich, Also, ciao. tschüss.